Na, das ist ja toll. Da hat jemand die Schafe an meinem Wald geparkt. Ich mag Schafe. Hallo Schafe. Mäh. Ganz genau. So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Im Hintergrund Schafmähen und leider noch Leute, die gerne laute Motoren mögen. Ich kann Leute, die laute Motoren mögen, zwar nicht verstehen, aber ich akzeptiere, dass auch das Menschen sind und sie irgendwie wahrscheinlich sowas wie eine Daseinsberechtigung haben müssen. Böse. Gut, also heute wieder Ben Rolf läuft rum und erzählt was, weil das ist nämlich praktisch, dann kann ich das Tageslicht optimal ausnutzen, weil wenn ich erst tief genug in den Wald reinlaufe, dass ich da auch meine Ruhe habe und schön ja, den Wald genießen kann, bis ich dann da bin, ist es schon meistens ziemlich duster und deswegen ist es doch ganz praktisch, wenn ich den Hinweg quasi als Filmzeit gleich mitnehme. Beziehungsweise sollte ich mal ganz früh loskommen, kann ich das auch mit dem Rückweg machen. Dankenswerterweise ist das hier ja die Kamera mit dem vergleichsweise lauten Kamerageräusch. Dafür hat sie einen Bildstabilisator und ich bilde mir ein, dass mit dem Ding das beim Laufen filmen doch besser aussieht, als das bei meiner nicht bildstabilisierten Kamera der Fall ist. Die ist dann prima zum auf Stativ setzen, weil die hat ein weniger lautes Kamerageräusch, was wahrscheinlich am Bildstabilisator eben liegt. So übrigens jetzt der Plan zur Nutzung meiner Technik. Bis ich bessere Technik habe vorm Urlaub, wäre das ja ganz schön, wenn ich dann nochmal entsprechend mir bessere Technik noch leisten könnte. Aber ich hätte noch gern ein Zelt und ehrlich gesagt überdenke ich auch nochmal über neue Stiefel nach. Ich hätte da noch so den einen oder anderen Wunsch. Im Prinzip sind die, die ich habe, ja schon nicht schlecht. Aber ja, mal gucken. So, und dann, bevor wir richtig loslegen, noch ein bisschen was zu meiner Klamotte hier. Ich habe hier einen alten BW-Parker an. Ich vermute, es ist kein Original, denn es steht drin, dass es ein Original sei. Und da die Bundeswehr es nicht nötig hat, in einen Original-Bundeswehr-Parker reinzuschreiben, gehe ich schwer davon aus, dass es sich eben nicht um genau einen Original-Bundeswehr-Parker handelt. Wahrscheinlich ein originalgetreuer Nachbau. So sieht es mir aus. Das ist das Modell mit dem schönen flauschigen Innenfutter, das man einknöpfen kann. Nach dem hier in der Historie der Bundeswehr-Parkers gab es ja nur noch vergleichsweise dünne Jacken und dazu eben diese Kälteschutzjacke, die man noch zusätzlich anziehen kann. Die habe ich jetzt im Rucksack, weil ich mal testen wollte, wie warm dieser Parker denn eigentlich ist. Und sollte er nicht warm genug sein, dann habe ich noch zusätzliche Isolationsmaterial dabei. Dann wären wir wieder bei den Pilzen und stehen geblieben waren wir bei den Pilznetzwerken bzw. den Mykorrhiza-Pilzen. Und zu besagten Mykorrhiza-Pilzen möchte ich noch ergänzen, dass es bei manchen Pflanzen, jetzt nicht unbedingt speziell Bäume, eventuell auch, aber gerade vor allen Dingen bei der schönen Gattung der Orchideen enorm wichtig ist, dass die quasi bei ihrer Vermehrung da landen, wo der Pilz schon vorhanden ist. Orchideen sind neben Bäumen so die Pflanze schlechthin, die auf eine Symbiose mit dem Pilz angewiesen ist. Also bei Bäumen hat fast jeder Baum einen Fußpilz. Bei Orchideen hat jede einen Fußpilz. Es gibt sogar Orchideen, die derartig von ihrem Pilzpartner abhängig sind, beziehungsweise ja, die den Pilz parasitieren, kann man quasi fast schon sagen. Meistens ist es ja so, dass der Pilz der Parasit ist und die Pflanze der Wirt. Aber es gibt sogar eine einheimische Orchidee, wir haben ja nur ganz, ganz wenig
einheimische Orchideen. Ich meine, es sind 3 oder irgendwie sowas, die absolut einheimisch sind. Also es sind jedenfalls sehr wenige. Und eine davon ist eben eine Schmarotzerpflanze, die tatsächlich so mit einem Pilz zusammenlebt, dass sie nicht mehr grün sein muss. Diese Orchidee ist also vergleichsweise sehr, sehr, sehr hässlich, weil sie so blass ist. Ich muss noch mal recherchieren, wie das Ding heißt. Ich hoffe, ich finde es. Dann schreibe ich es euch hin. Ich weiß es nämlich gerade nicht auswendig. Und ja, ist halt eben nicht grün, weil sie nicht zu grün zu sein braucht, weil sie tatsächlich ihre gesamte Versorgung mit allem, was sie quasi so zum Leben braucht, über den Pilz erledigt bekommt. Ich weiß nicht, ob noch eine gewisse Restphotosynthese stattfindet und einfach nur so wenig Photosynthese bei dieser Orchidee abläuft, dass sie es nicht mehr nötig hat, wirklich grün zu erscheinen und da nur noch einzelne grüne Zellen vorhanden sind. Das wäre auch noch möglich, das weiß ich nicht. Aber das wäre so eins der krassesten Beispiele von einer Orchidee, die von einem Pilz abhängig ist. Wenn man eine Orchidee bei sich als Topfpflanze rumstehen hat und will die umtopfen und steckt sie in stinknormale Blumenerde, dann geht das oft in die Hose, beziehungsweise sagen wir einfach mal vereinfacht ausgedrückt, ich bin ja kein großer Gärtner, ich habe den schwarzen Daumen, was ich anfasse, geht kaputt. Deshalb gehe ich lieber in den Wald und fasse so wenig wie möglich an. Außer ich will, dass es kaputt geht. Aber jedenfalls, wenn man eine Orchidee umtopfen möchte, ist das ziemlich kompliziert, weil die braucht immer einen Boden, in dem der entsprechende Pilz schon vorhanden ist. Weshalb man sie nicht einfach in einen anderen Boden setzen kann. Man kann also auch keine, oft, manchmal mag es euch trotzdem funktionieren, aber oft kann man eine Orchidee nicht einfach in irgendein Stück Erde reinsetzen, in Anführungszeichen, und hoffen, dass die dann da wächst, weil in diesem Stück Erde der entsprechende Pilz fehlt. Wenn es doch klappt, dann liegt es daran, dass der Pilz, den die Orchidee am Fuß ja hat, wenn man sie umtopft, dann sitzt der Pilz ja schon dran, es dann auch quasi gleichzeitig mit der Orchidee schafft, sich an den neuen Lebensraum zu gewöhnen und sich Pilz und Orchidee dann zusammen den neuen Lebensraum erschließen. Aber das klappt halt auch ganz oft nicht. Und gerade für die Fortpflanzung einer Orchidee ist es dann ein großes Hindernis, beziehungsweise sehr, 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 sehr wichtig, dass der Samen der Orchidee, der sehr, 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 sehr klein ausfällt, in aller Regel, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Orchidee mit großen Samen, ich kenne nur keine und es dürften auch nicht viele sein, wenn es überhaupt welche gibt, aber Orchideen sind unglaublich artenreich. Ich glaube, die artenreichste Pflanzengattung der Welt. Jede 10. Pflanze, jede 10. höhere Pflanze ist eine Orchidee, hat es mal geheißen. Und das ist enorm bei der Vielfalt von Pflanzen. Wenn dann 10% Orchideen sind, das gibt es in keiner anderen Gattung auch nur ansatzweise. Ja, aber will sich so eine Orchidee jetzt jedenfalls vermehren, dann muss der Samen sozusagen direkt auf dem Pilz landen. Es reicht nicht, wenn der Samen irgendwo auf einem Stück Boden landet. Bei vielen, vielen, vielen anderen Pflanzen ist das halt so, da ist es relativ egal. Da muss nur ein Stückchen Boden da sein, es muss Licht da sein, Wasser und ja, der richtige Boden halt in Anführungszeichen. Wobei da viele Pflanzen eben auch nicht sehr wählerisch sind und dann keimt das Ding und gut ist. Während bei Orchideen eben sie auf dem richtigen Boden landen muss, in dem der richtige Pilz schon wohnt. Weil, und das gleiche Problem hat ein Pilz an sich übrigens auch, wenn die liebe Orchidee mit ihren winzig kleinen Samen irgendwo landet, hat sie einfach keine Energiereserve. Ein großer Samen, zum Beispiel eine Eichel oder eine Kastanie, egal welche, oder eine Kokosnuss, die haben alle den großen Vorteil, dass da drin immer ein gewisser Vorrat an Nährstoffen vorhanden ist. Heißt, die junge Pflanze kann, nachdem sie gekeimt ist, erstmal die Energiereserven, die sie sozusagen zur Geburt mitbekommen hat, verbrauchen
und hat damit einen gewissen Wuchsvorsprung und eine sehr, 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 sehr viel höhere Anwuchswahrscheinlichkeit, dass überhaupt aus dem Versuch zu keimen was wird. Pflanzen, die das nicht haben, die einen sehr, 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 sehr kleinen Samen haben, beziehungsweise nur eine Spore, wie das jetzt auch bei Moosen zum Beispiel noch der Fall ist, die haben halt eben das Problem, dass sie zwar extrem hohe Zahlen an potenziellen Nachkommen, Sporen oder kleine Samen produzieren können, aber die Chance, dass so ein Ding dann keimt, ist erheblich geringer als bei einer Kokosnuss zum Beispiel. So, und hier habe ich jetzt sogar noch ein praktisches Beispiel gefunden. Das ist selbstverständlich kein Mykorrhiza-Pilz, was wir hier in diesem alten Stamm drin haben, sondern ein Destruent vermutlich. Also sprich einer der Pilze, die Holz abbauen und es zersetzen und dann irgendwann dem Nährstoffkreislauf die Nährstoffe, die im Holz enthalten waren, wieder zur Verfügung stellen. Ja, wie immer traue ich mich nicht, was zur Bestimmung zu sagen. Aber falls noch jemand denkt, dass es sich möglicherweise hier um den stinknormalen Ollenzunderschwamm handeln könnte, wäre ich dankbar, wenn man mir das bestätigt oder verneint. Jedenfalls interessant ist jetzt, dass wir hier ja eben einen, wie gesagt, deutlich mit Pilzen durchsetzten Stamm haben. Und wenn man sich jetzt hier in diesem Waldbereich ein wenig umguckt, findet man erstaunlicherweise an diversem anderen Totenholz, was hier rumliegt, einen sehr ähnlich aussehenden Baumpilz. Ja, also es ist durchaus realistisch, dass wenn mehrere Pilze derselben Art in der Nähe voneinander auftauchen, dass es sich dann auch um Abkömmlinge voneinander handelt. Das ist in diesem Fall wirklich schon ziemlich realistisch, weil es halt auch verdächtig viele Pilze eben um diesen einen stark befallenen, kann man so sagen, muss man nicht so sagen, Stamm herum eben gibt. Das ist nur so als kleine Randanekdote, weil ich gerade dran vorbeigekommen bin. So, und dann wollte ich zu Pilzen noch ein paar Worte verlieren zum Thema Notnahrung, also sozusagen pilzliche Notnahrung. Man kennt ja die pflanzliche und die tierliche Notnahrung, wenn man sie tierische. Wenn man sich ein wenig mit dem Thema Survival auseinandersetzt und der ein oder andere Bushcraft-Betreibende, wird das auch schon intensiver sich damit auseinandergesetzt haben. Aber Thema Pilze taucht eigentlich nicht so häufig auf in der Literatur, inwiefern die als Notnahrung geeignet sind, liegt daran, dass sie es nur sehr gering bis überhaupt nicht sind. Das kommt jetzt darauf an, wie man fragt. Ja, und beim Thema Pilze essen ist es halt jetzt eben erstmal wichtig zu wissen, dass die nicht allzu viele Kalorien haben. Genau genommen haben sie eigentlich sehr, 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 sehr wenig. Das kann man auch schon daran erkennen, dass so ein Pilz zu großen Teilen aus Wasser besteht. Und das wiederum kann man gut daran erkennen, dass wenn man einen Pilz beliebiger Art, ein Champignon zum Beispiel, in der Pfanne schön anbrutzelt, dann wird ein frisch gesammelter, großer, großer, großer Pilz sehr schnell zu einem sehr kleinen Häufchen Pilzpfanne. Und das liegt halt eben daran, da ist ganz viel Wasser drin. Der Pilz möchte gerne einen Fruchtkörper haben, der möglichst groß ist, will dafür aber einen möglichst geringfügigen Aufwand betreiben und möglichst wenig Baumaterial einsetzen. Und da bietet es sich halt an, das für einen Pilz allgegenwärtige Wasser im Boden zu verwenden, damit die Zellen sozusagen voll zu machen und die Hohlräume dann auch so ein bisschen mit einzelnen Chitinfäden, das ist der Pilzbaustoff, den der Pilz zum Bauen verwendet, aufzufüllen. Und das Einzige, was in dieser ganzen Konstruktion für uns verdaubar ist, ist eben zum gewissen Anteil dieses Chitin. Das enthält aber halt immer einfach nicht viele Kalorien. Und das, was im Pilzstoffwechsel in den noch lebenden Pilzzellen eben an Energiereserve drin ist, damit die lebenden Pilzzellen auch leben können. Denn der Pilz verwendet ja dieselbe Energiebasis, wie wir Tiere zum Zell am Leben erhalten, nämlich Zucker. Und deswegen ist natürlich in einer lebendigen Pilzzelle immer
ein gewisses Maß an Zucker vorhanden, damit die Pilzzelle überhaupt lebendig sein kann. Ein Pilz hat aber anders als eine Pflanze keine Speicherorgane, also kein Gewebe, das besonders stark mit Energie angereichert ist, um eben in Notzeiten als Energiereserve zu dienen, wie zum Beispiel eine Kartoffel bei der Kartoffel. Sowas gibt es bei Pilzen nicht. Deswegen haben wir halt auch eben kein spezifisches Gewebe beim Pilz, das besonders viel Sinn machen würde, es zu essen. Und so ein Fruchtkörper, bis auf wenige Ausnahmen, ist halt auch nicht dafür gedacht, gegessen zu werden. Da hat der Pilz ja nichts von, wenn das Teil gefuttert wird. Und eine Strategie ist halt eben, das Ding also so nährstoffarm zu halten, dass es überhaupt keinen Sinn macht für die meisten Tiere, auf Pilzjagd zu gehen. Manche Tiere tun es dann natürlich trotzdem, weil sie sich darauf spezialisiert haben. Aber für größere Tiere, die größere Mengen an Nährstoffe haben, brauchen, macht das nicht so viel Sinn. Und was dann aus Sicht eines Verhungernden noch erschwerend dazukommt, wenn man jetzt eben in der Not sich von Pilzen ernähren möchte, ist, dass es immer ein gewisses Restrisiko gibt, dass man einen Pilz erwischt, der halt eben giftig ist. Selbst wenn man sich super, super, super gut mit den Pilzen auskennt, ist immer noch dieses Restrisiko gegeben. Und gerade wenn man am Verhungern ist und schon unter Stress steht oder es vielleicht eilig hat oder schon Schwierigkeiten hat, sich zu konzentrieren, einfach in einer extremeren Situation sich befindet, dann ist die Gewissheit, dass man den richtigen Pilz gesammelt hat, nicht unbedingt höher, vorsichtig ausgedrückt. Also das kann nicht unbedingt gut ausgehen. Und deswegen die Survival-Buchautoren und Vortragsmenschen, die ich dazu jetzt bisher gehört habe, sind sich relativ einig, dass Pilze als Notnahrung nur ganz begrenzt in Frage kommen. Außerdem befindet man sich ja dann oft, wenn man in einer Notsituation ist, zumindest gehen die da davon aus, in einer Region, in der man sich nicht unbedingt auskennt. Also der Klassiker mit dem Flugzeugabsturz und der unbewohnten Insel. Und da kennt man dann keinen einzigen Pilz. Und da es keinerlei Möglichkeit gibt, bei nicht absolut hundertprozentig sicherer Bestimmung sagen zu können, ob ein Pilz giftig ist oder nicht, und viele Arten schon so giftig sind, dass man mit kleinsten Mengen, die man futtert, schon große Probleme bekommt, wäre es eine doofe Idee, da in irgendeiner Form weiter mit den Dingern zu interagieren. So ist da wohl der Konsens größtenteils und ich würde mich da anschließen. Selbstverständlich sind Pilze für viele Leute eine Delikatesse und sehr lecker. Das spielt aber eben für ernährungstechnische Zwecke eigentlich keine Rolle. Wie viele Kalorien hat denn so ein 100 Gramm Pilz? Irgendwas so um die 50 vielleicht, habe ich mal irgendwo gehört. Es können vielleicht auch mal 100 sein, aber das ist dann immer noch eine sehr geringe Energiedichte und das Risiko des Pilzesammelns, also das Vergiftungsrisiko, das rechnet sich wahrscheinlich nicht.